Es ist schwierig. Manchmal ist man sehr, sehr ärgerlich auf sich selbst. Aus dem einfachen Grund. Das hast du doch immer gekannt. Warum kannst du das jetzt nicht? Aber mittlerweile merkst du noch, es geht nicht mehr nicht. Und dann auch mit dem Helfen lassen, das ist so eine Sache. Ich habe immer alles gerne selber gemacht. Ich wollte gar nicht mehr so alt werden. Nee, ich habe immer gesagt, wenn ich 70 werde, dann kann ich ja so froh sein. Ne? Wenn es aus ist, ist es aus. Gucken Sie mal, ich habe so ein Alter erreicht. Was will ich denn noch erhoffen? Wenn ich mich ins Bett legen würde und ich würde den nächsten Morgen nicht mehr aufwachen können. Wunderbar, das wünsche ich mir von ganzem Herzen. 6 Uhr morgens, der Kaffee dampft, im Radio über Krieg und Tod. Jeden Morgen die gleiche Leier, der gleiche Biss ins Brot. 87, nächste Woche, ihr Ehemann war fort. All die Jahre, die Einsamkeit, die Kinderenkel, anderer Ort. Ihre Freunde längst verstorben, die Knochen, die tun ihr weh. Das letzte Mal der Fahrradsturz, trotz Krankenhaus kann kaum noch gehen. Gedächtnislücken nach 5 Minuten, das Telefon wird seltsam fremd. Nun sitzt sie dort allein am Morgen, die Haare weiß und blasses Hemd. Und das Leben schreibt Geschichte, die Pflicht des Lebens ist erfüllt. Der Traum vom großen Glück zunichte, der Hunger zum Leben ist gestillt. Jeden Tag fuhr sie zum Einkauf, ein Gespräch, ihr Herz erstrahlt. Sie kauft Dinge, Überfluss, ein Smalltalk, er wird bezahlt. Ihre Kleidung alt und träge, aus längst vergangener Zeit. All das Leben um sie herum, sie wortlos nur darin verweilt. Mittags sitzt sie oft am Fenster, der starre Blick zur Außenwelt. Zwischendurch fallen ihr die Augen zu, weil sie auf dieser Welt nichts mehr hält. Doch mancher Tag ein Funken, ihr Henkelkind Geschichte. Die Pflicht des Lebens ist erfüllt. Der große Traum vom Glück zunichte. Der Hunger zum Leben ist gestillt. Ihr Butterbrot nur halb belegt. Der Antrieb lässt sie oft allein. All die Namen bekannter Namen.
gemeinsam gehen. Die Kaffeetasse vom letzten Morgen lässt sie heute ganz einfach stehen. Sie legt sich hin